kommt tatsächlich bald die Rente mit 68. Als asozialen Oberhammer haben die Linken das bezeichnet, was hier der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung vorgelegt hat. Was genau hier vorgefallen ist und wie ich das Ganze bewerte, all das erfährst du in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob tatsächlich die gesetzliche Rente mit 68 kommen wird. Zumindest laut Empfehlungen, Aussagen und Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung soll das bald der Fall sein. Es wurde ein neues Gutachten hier erstellt und quasi das Fazit des Gutachtens war es, dass die gesetzliche Rentenversicherung ab 2025 ein schockartiges Finanzierungsproblem bekommen wird, was sie ja jetzt schon hat. Aber das soll wohl noch schockierender werden ab 2025. Und die Lösung dafür ist quasi laut Aussage des wissenschaftlichen Beirates, dass das Renteneintrittsalter erhöht werden soll auf 68. Jetzt müssen wir erstmal beleuchten, wie ist überhaupt die aktuelle Situation in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wann kann man aktuell in Rente gehen? Wir werden uns anschauen, was die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Wir schauen uns an, welche Stellschrauben es tatsächlich gibt in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und am Ende mache ich noch ein kleines Fazit, für wie wahrscheinlich ich das Ganze halte und gebe dir auch ein paar Tipps an die Hand. Unabhängig davon, was oder was nicht eine Bundesregierung bezogen auf die gesetzliche Rentenversicherung entscheiden wird. Also bleib bitte bis zum Ende dran. Wichtiges Thema, hier geht es nämlich um deine finanzielle Zukunft. Schauen wir uns erstmal ganz kurz an, wie ist überhaupt die aktuelle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung. Das aktuelle Rentenniveau liegt bei ungefähr 48% Stand heute. Das ist nicht nur eine Zahl, das ist mir ganz wichtig, sondern 48%, das sind weniger als 50%, das ist extremst wenig. Unser aktuelles Rentenniveau ist super niedrig. Mir ist wichtig, dass das jeder von euch versteht. Ja, also nicht einfach nur hier 48, okay, Haken dran. Nein, das ist 48, das ist super wenig. Also vereinfacht ausgedrückt heißt das, du sollst später mal in Rente mit weniger als der Hälfte leben, was du vielleicht über dein Arbeitsleben hinweg verdient hast. Das einfach mal kurz dazu. Wie sieht es mit dem Beitragssatz aus? Aktuell werden 18,6% eingezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist der Beitragssatz, aufgeteilt 50-50 zwischen dir und deinem Arbeitgeber. Das heißt jeweils 9,3%. Und das aktuelle Renteneintrittsalter wird quasi sukzessive angehoben von 65 auf 67 bis zum Jahr 2029. Das sind erstmal kurz die Fakten, wie sieht die gesetzliche Rentenversicherung eigentlich aktuell aus. Und um das ganze Thema und auch die Empfehlung hier des wissenschaftlichen Beirates besser zu verstehen, muss man wissen, welche Stellschrauben gibt es denn überhaupt in der gesetzlichen Rentenversicherung? Das heißt, wo hat der Gesetzgeber Möglichkeiten, Wert zu verändern, um das Rentenniveau stabil zu halten? Zumindest, dass es halt nicht weiter runtergeht, weil das ist es ja die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und naja, das will man halt echt vermeiden, weil naja, wo soll das hingehen? Es ist ja jetzt schon dort, wo es eigentlich nie hätte hingehen oder hinkommen sollen. Also, geh mal davon aus, gesetzliches Rentenniveau, daran will man nicht schrauben, das ist diese Konstante. Was haben wir dann für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit wäre, man schraubt den Beitragssatz nach oben. Man lässt die Leute, die heute in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, einfach mehr einzahlen und dann gibt es natürlich auch mehr Geld, was man später, oder was heißt später, dass man im gleichen Moment, das ist ja Umlageverfahren, das heißt, die Leute zahlen heute jetzt ein und aus diesem Topf wird das Geld ja sofort wieder rausgenommen und umgelegt quasi. Deswegen heißt das Ganze auch umlagenfinanzierte Rentenversicherung. Das heißt, da wird kein Geld angelegt oder so. Und naja, wenn halt es immer mehr Rentner gibt, brauchen wir mehr Leute, die einzahlen. Haben wir aber irgendwie nicht. Deswegen kann man den Beitragssatz erhöhen. Dadurch gibt es auch mehr Geld und man hat mehr Geld zur Verfügung, um das Ganze an die Rentner zu geben. Also Beitragssatz erhöhen wäre hier eine Option. Oder aber natürlich, man lässt die Leute an sich länger arbeiten. Dann hat man natürlich auch wieder mehr Beiträge, die man dann besser verteilen kann. Und das ist jetzt eben hier der Vorschlag, dass die Leute einfach noch ein Jahr länger arbeiten, nicht nur bis 67, was ja geplant ist, sondern 68. Nur so können wir das ganze Konstrukt hier irgendwo noch
am Laufen halten. Es gibt noch eine andere Option, aber die ist wahrscheinlich so die schwierigste. Und zwar, wir brauchen halt massiv viele junge Leute, die in Deutschland plötzlich von heute auf morgen das Arbeiten anfangen und Beiträge zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, aber das Problem wird wahrscheinlich eher schwieriger zu lösen sein, zumindest meiner Auffassung nach, weil das wäre ja entweder ja, Nachwuchs, ja, aber das dauert halt eine gewisse Zeit, bis ein Nachwuchs so alt ist, bis er arbeiten kann, oder eben Zuwanderung. Ja, das ist es halt einfach, um das hier irgendwie wieder auszugleichen. Also das sind einfach die Stellschrauben, die es hier gibt, und der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung möchte eben jetzt am Renteneintrittsalter schrauben. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich auch nochmal kurz das grundsätzliche Problem der gesetzlichen Rentenversicherung an sich anschauen, damit das Bild auch rund wird. Und das grundsätzliche Problem unseres gesetzlichen Rentenversicherungssystems ist halt einfach das Folgende, sehr vereinfacht ausgedrückt: Wir haben zu wenige Leute, die einzahlen, und zu viele Leute, die was daraus haben möchten. Und das ist das Problem. Der Generationenvertrag funktioniert schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und das ist ja kein Geheimnis. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großes Problem hier. Das führt dazu, da sich dieses System selbst nicht mehr finanzieren und tragen kann, muss eben der Bund hier immer weiter Geld zuschießen, damit das Ganze irgendwie noch so ein bisschen am Leben gehalten wird. Und das Problem ist halt dann einfach, dass dieses Geld woanders fehlt. Möglicherweise kann dieses Geld dann nicht in Bildung investiert werden oder in Innovation oder Ähnliches. Und das darf halt eigentlich nicht sein. Und jetzt kommen wir mal zu einem kurzen Fazit. Wie bewerte ich das Ganze? Halte ich das wahrscheinlich, dass hier 68 als neues Renteneintrittsalter in Zukunft kommen wird? Und was möchte ich dir als möglicherweise noch jungen Menschen mit auf den Weg geben, was du jetzt selbst vielleicht hier machen solltest? Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, beziehungsweise ich glaube als allererstes habe ich es gesehen, weil mir einer von euch das Ganze auf Instagram geschickt habt. Also falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, mach das gerne mal. Das sind jetzt schon über 50.000 Leute und da kann man auch mit mir privat schreiben. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und naja, ich habe es halt einfach gelesen, habe es zur Kenntnis genommen. Und ich war nicht großartig überrascht, weil ich schon seit Jahren auch hier in Videos erzähle, dass irgendeine dieser Stellschrauben muss jetzt demnächst mal, ja, gedreht werden. Und das ist entweder das Renteneintrittsalter oder das ist der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung. Anders kann das System nicht weiterlaufen, wenn man sagt, wir möchten halt zumindest das Rentenniveau stabil halten und nicht weiter sinken lassen. Das heißt, das ist keine große Überraschung für mich und ich gehe davon aus, dass entweder das kommen wird, vielleicht geht es sogar noch weiter, vielleicht geht es ja auch auf 70 hoch, und der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung wird möglicherweise auch mit angehoben. Ich denke, wir sind uns alle einig und mittlerweile bin ich auch so weit, dass es jeder weiß. Jeder weiß, dass die gesetzliche Rente grundsätzlich im Eimer ist. Also ich würde nicht mehr sagen, dass das keiner weiß. Ich würde sagen, das wissen die meisten. Ich würde allerdings sagen, dass sehr viele sich dafür entschieden haben, es einfach zu ignorieren. Und das ist natürlich fatal. Das ist nicht heute fatal und auch nicht morgen, aber das wird in 10, 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, wann du in Rente gehst, sehr fatal sein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, du wirst wahrscheinlich nicht auf der Straße landen, aber du wirst an dem Punkt sein, der quasi vor der Straße ist. Und das ist keine Schwarzmalerei. Da gibt es Studien, sehr, sehr viele, die wurden halt in meinen Augen möglicherweise einfach ignoriert, bewusst ignoriert. Ich weiß es nicht. Fakt ist, wir brauchen eine Reform des gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Und jetzt ist mein wichtiger Tipp an dich als jungen Menschen. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass diese Reform, die hoffentlich kommt, wir wissen nicht, wann sie kommt und ob sie kommt, dass du davon noch profitieren wirst. Gehen wir mal davon aus, es kommt ein neues System, ein System vielleicht mit dazu, was kapitalgedeckt ist. Dann ist es natürlich so, dass so etwas Jahre, Jahrzehnte braucht, bis das erstmal funktioniert und daraus auch Rendite erwirtschaftet werden und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, ich persönlich bin jetzt Mitte 30, bin zwar sowieso jetzt keiner, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, weil ich selbstständig bin und so weiter und so fort. Aber wenn ich es müsste, ja, würde ich mich darauf nicht verlassen. Und ich habe meine Altersvorsorge sowieso zu 100% in der eigenen Hand. Und da fühle ich mich irgendwie ein bisschen wohler und auch sicherer damit. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Du musst dieses Thema für dich selbst ernst nehmen. Hier geht es um deine finanzielle Zukunft. Nicht mehr,
nicht weniger. Und da solltest du doch eine gewisse Eigenverantwortung hier mit dabei haben und hier auch eigenverantwortlich heute schon handeln. Ja, und das Stichwort ist einfach private Altersvorsorge. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich höre immer wieder, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann informier dich. Es gibt zig Möglichkeiten. Ja, das kann sowas sein wie eine ETF-Rentenversicherung, wie das viele unserer Kunden haben. Die meisten unserer Kunden haben tatsächlich eine vorgebundene Rentenversicherung, ja, manchmal auf ETF-Basis oder in vielen Fällen auf ETF-Basis und haben dann aber auch noch einen ETF-Sparplan, einen Aktiensparplan, ja, Vermögensaufbau hier, planbare lebenslange Altersvorsorge, clever strukturiert auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich noch zig andere Möglichkeiten, vielleicht machst du Immobilien, vielleicht machst du keine Ahnung was, ja, aber du musst was machen, das ist ganz wichtig, bitte, 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 ich wünsche mir, dass du in 50 Jahren, keine Ahnung, wenn es YouTube noch gibt, dieses Video hier siehst und denkst, ah, damals, der Tipp, der war entscheidend, dass ich einfach jetzt mal in die Pötte komme und anfange, weil darum geht's, okay? Und der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, ja? Optimalerweise wäre es wahrscheinlich vor 3, 5, 10 Jahren gewesen. Kannst du nichts mehr dran machen? Der beste Zeitpunkt ist jetzt. In diesem Sinne habe ich dir jetzt noch 2 Videos hier verlinkt. Zieh dir die unbedingt rein, wie du mit ETFs in einer Versicherung dir tatsächlich eine Altersvorsorge aufbauen kannst. Wenn dich das interessiert, schau dir das Ganze mal an. Und ich habe auch noch meinen allgemeines Video hier verlinkt zum Thema vorgebundene Rentenversicherung. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Bis dahin, schöne Grüße, dein Basti von Versicherung mit Kopf. Ciao.